Und damit herzlich willkommen zurück zu Hercule Poirots erste Fälle. Wir sind auf der Jagd nach einem Dienstmädchen und hier blinkt schon wieder was. Ah, okay. Die Vorratskammer des Butlers untersuchen. Wo finde ich die denn? Das ist... Ah ja, hier. Dass die direkt von der Haupthalle abgeht, ist ein bisschen ungewöhnlich, aber okay. Dann schauen wir doch mal. Da ist ein Dienstmädchen. Ach, Elizabeth. Ja, gucke mal. Ich schaue mich erstmal überall um, ne? Elizabeth, ich komme dann gleich zu dir. Erstmal muss ich alles andere prüfen. Kann ich aber gar nicht so viel, wie es aussieht. Oh, ein Schrank. Mein Schrank. Hier scheint es nichts von Interesse zu geben. Ja, toll. So viel dazu. Stellt euch mal vor, ihr steht hier, seht den Hercule Poirot wieder, den ihr vor Jahren kennengelernt habt und freut euch und dann macht er nichts anderes als erstmal in einem Sack Reis zu wühlen. Oder Töpfe und Pfannen anzugucken. Ihrem Zustand nach zu urteilen, wurden sie schon eine geraume Zeit lang von der Köchin benutzt. Okay, ich komme ja schon. Hallo, Elizabeth. Ah, Mademoiselle Elizabeth. Es ist eine Freude, Sie wiederzusehen. Detective Poirot, ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Unglücklicherweise bin ich nicht nur zum Vergnügen hier. Mademoiselle Angeline hat um eine professionelle Expertise gebeten. Ja, Angeline hat mir davon erzählt. Ich bin wirklich froh, dass sie sich an Sie gewendet hat. In letzter Zeit mache ich mir wirklich Sorgen um Sie. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um den Erpresser aufzuspüren und Gerechtigkeit walten zu lassen. Ich habe vollstes Vertrauen in Sie. Ich hoffe, dass ich Sie gerade nicht störe. Wir sind im Augenblick alle sehr beschäftigt, wie Sie sich sicherlich denken können. Ich helfe Ihnen jedoch gerne jederzeit, falls Sie ein dringendes Anliegen haben. Wenn ich fertig bin, stehe ich Ihnen für jede weitere Frage zur Verfügung. Es beschämt mich etwas, doch ich habe Probleme dabei, mein Zimmer zu finden. Niemand hat Sie begleitet? Das tut mir leid. Im Augenblick sind wir alle etwas hektisch. Madame hat das ganze Personal darum gebeten, alles für den heutigen Abend vorzubereiten. Und Ihnen wurden Arbeiten in der Vorratskammer zugewiesen. Sicherlich könnten Ihre Talente an anderer Stelle sinnvoller eingesetzt werden. Ich tue nur, was Madame mir aufträgt. Oder in diesem Fall Archie. Monsieur Sterling. Ah ja, ich habe ihn getroffen, als ich angekommen bin. Ein charmanter Gentleman. Seine Anweisungen zum Finden meines Zimmers waren allerdings etwas vage. Ich kann mich nur an seiner Stelle entschuldigen. Er wäre sicherlich zutiefst beschämt. Es ist keine große Hilfe, aber ich glaube, mich daran zu erinnern, dass Ihr Zimmer sich neben dem von Monsieur da Silva befindet. Bitte, tun Sie sich keinen Zwang an und erkunden Sie das Haus. Oh, toll. Das ist so ein Rätsel mit der Nachbar neben dem, mag aber nicht neben dem und der ist aber nur neben dem, wenn das Haus blau ist. Okay. Ich schätze, dass ich Monsieur Sterlings Mangel an Anweisungen nicht persönlich nehmen sollte. Wenn man die Menge an Arbeit bedenkt, die das Personal im Moment stemmen muss, zumindest habe ich nun die Erlaubnis dazu, mich etwas im Haus umzusehen. Ich bin froh, dass die Erpressung keinen großen Einfluss auf Mademoiselle Angelines heutige Laune gehabt hat. Ja, ich fürchte jedoch, dass dies alles nur Schauspielerei ist. Angeline ist nicht sie selbst und es ist nicht nur mir aufgefallen. Und Madame Van den Bosch? Sicherlich haben die Umstände auch Auswirkungen auf Sie. Madame verhält sich so, als wäre nichts vorgefallen. Sie hat noch nie sonderlich viele Emotionen gezeigt und scheint auch nicht bemerkt zu haben, wie sehr dieser Vorfall auf Angeline lastet. Das Personal dagegen... Angeline meint es nicht böse, aber in letzter Zeit gab es einige Zwischenfälle, bei denen sie dem Personal gegenüber sehr harsch wurde. Ich hoffe doch sehr, dass sie nicht zu harsch war. Ein Haus mit zwei Madame Van den Bosch ist sicherlich selbst für die strapazierfähigste Arbeitskraft zu viel. Ich habe das Willkommensbuch gesehen, als ich eingetroffen bin. Ach ja, Gäste werden dazu aufgefordert, im Buch zu unterschreiben, nachdem sie eingetroffen sind. Ich glaube, dass es auch einen Plan des Hauses und der Gästezimmer bereitstellt. Laut den Aufzeichnungen wurden alle männlichen Gäste im Ostflügel untergebracht. Ja, Madame sieht es nicht gerne, wenn männliche und weibliche Gäste direkt nebeneinander untergebracht werden. Ach, und deswegen schickt man mich in das Zimmer, in das bewohnte Zimmer einer Frau. Okay. Ich konnte es kaum erwarten, mehr von der großen größten Liebesgeschichte Belgiens zu erfahren. Oh, ja, nun, ich fürchte, dass die Geschichte kein gutes Ende genommen hat. Luke ist leider nicht länger mit uns. Oh, Mademoiselle, ich wusste nicht, dass ich... Es ist in Ordnung, Detective, ehrlich, es tut mir leid, aber ich muss meine Arbeit nun wirklich zu Ende bringen. Natürlich, Mademoiselle.
Für einen Mann mit einem so brillanten und scharfsinnigen Geist bin ich manchmal wirklich ein Esel. Dieser Vorfall sollte als Erinnerung dienen, dass man vor dem Sprechen stets seine grauen Zellen einsetzen sollte. Merci, Mademoiselle. Hätte ich das irgendwie rausfinden können vorher? Es war mir ein Vergnügen, Detective. Ich könnte schwören, ich habe hier gerade so ein Ding gehört, so ein fehlgeschlagen Geräusch, nenne ich es jetzt mal. Hätte ich das rauskriegen können, bevor ich mit ihr geredet habe? Okay, kann ich mich jetzt hier umgucken, wo ich mit ihr gesprochen habe? Oder immer noch nicht? Es gibt noch nichts mehr Neues wahrscheinlich, oder? Sieht nicht so aus, ne? Ja, gut, dann durchsuche ich halt mal das restliche Haus. Immerhin habe ich da jetzt die Erlaubnis. Bevor Sie gehen, Detective, ich habe hier noch etwas neben dem Ofen für Sie. Angeline hatte mich darum gebeten, es Ihnen nach Ihrer Ankunft zu übergeben. Und damit wartest du, bis ich nochmal eine Runde durch die ganze Küche gedreht habe? Merci, Mademoiselle. Echt mal. Ein Brief. Dieser zweite Brief erkennt an, dass die Zahlung eines vorangegangenen Erpresserbriefs eingegangen ist. Mademoiselle Vandenbosch, es war klug von Ihnen, mich ernst zu nehmen. Sie haben sich mein Schweigen erkauft, zumindest für den Moment. Die Privatsphäre Ihrer Familie liegt Ihnen ganz offensichtlich sehr am Herzen, wenn Sie dafür zu zahlen bereit sind. Aus diesem Grund werde ich auch in Zukunft weitere Zahlungen erwarten, um mein Stillschweigen aufrechtzuerhalten. Ich frage mich, ob Ihre Maman wohl auch so bereitwillig auf Ihr Vermögen verzichten würde wie Sie. Bereiten Sie ein weiteres Päckchen mit 5000 Franken. Ah, doch, Franken. Okay. Mit 5000 Franken vor. Adressieren Sie es dieses Mal an einen Monsieur Fontaine und bringen Sie es bis Ladenschluss am Freitag erneut zu einem letzten Brief genannten Schusterei. Sie haben Ihrer Familie einen großen Dienst erwiesen, indem Sie diese Angelegenheit für sich behalten haben. Ich bin mir sicher, dass ich Ihnen nicht sagen muss, was geschehen wird, falls Sie die Polizei in diese Angelegenheit involvieren sollten. Und ich hoffe sehr, dass es dazu nicht kommen wird. Ich hätte schwören können, in Frankreich hatten Sie Franc. Und Franken sind ja eigentlich Schweizer Franken. Aber offenbar kenne ich mich da doch nicht so gut aus. Und Franken werden eigentlich auch CHF abgekürzt und nicht. Egal. Egal. Es ist einfach Währung. Ich nenne es jetzt zukünftig einfach Währung. Ich bin angekommen und sollte keine weiteren Augenblick mehr verschwenden. Mademoiselle Angeline hat meine Hilfe persönlich angefordert und ich muss ihren Erwartungen gerecht werden. Okay. Wir müssen jetzt mit ihr drüber sprechen. Das Personal macht sich Sorgen. Von Hand geschrieben, Federkehl. Ich wüsste zwar nicht... Meine eigene Kombinationsgabe sollte mich nicht so sehr überraschen. Ich wüsste nicht, was der Federkehl aus der großen Halle damit zu tun hat, aber er sagt es mir bestimmt gleich. Ich sollte den Zufall nicht ignorieren, dass sich die gleiche Art von Kiel, die für diesen Brief eingesetzt worden ist, ebenfalls hier im Haus befindet. Sahen die nicht alle gleich aus? Also klar, manche waren edler, aber das war dann doch eher der Griff. Die Spitze war doch eigentlich immer die gleiche, oder nicht? Die Briefe können unter Umständen im Haus verfasst worden sein. Habe ich ja gesagt. Also gut. Dann gehen wir doch mal zurück zu Angeline und reden mit ihr. Wenn sie noch da ist. Ja, da ist sie noch. Perfekt. Um was geht es, Detective? Elizabeth hat mir die Briefe gezeigt, die sie erhalten haben. Einer von ihnen scheint bereits bezahlt worden zu sein. Es war doch richtig, ihn zu bezahlen, oder nicht? Haben Sie die Briefe gelesen? Was halten Sie davon? Es war klug von Ihnen, mich zu der Angelegenheit hinzuzuziehen. Doch indem Sie den Forderungen des Senders nachgegeben haben, könnten Sie ihm lediglich bewiesen haben, dass Sie für sein Schweigen zahlen werden. Ist dieses Geheimnis, von dem er schreibt, wirklich so viel wert? Ich wünschte, dass ich das wüsste, aber ich habe selbst keine Ahnung, wovon er spricht. Der Brief war an mich adressiert, doch ich habe nichts zu verbergen. Maman würdigte ihn nur eines flüchtigen Blickes und stempelte ihn danach bereits als einen dummen Streich ab. Sie hat ihn gesehen? Heißt es, dass sie nichts über den zweiten Brief weiß? Sie weiß nichts davon, dass ich den ersten Brief bezahlt habe. Der Sender sagte, dass er es dabei belassen würde. Ich dachte, dass ich damit alles wieder in Ordnung bringen könnte. Ja, man sollte Erpressern nicht glauben. Wenn es einmal funktioniert hat, dann wollen die beim nächsten Mal nur noch mehr. Aber dem war nicht so.
Haben Sie die Madame gefragt, ob es ein Familiengeheimnis gibt, von dem der Absender eventuell erfahren haben könnte? Sie sagte lediglich, dass ich die Briefe ignorieren und keine Zeit mit solchen Torheiten verschwenden sollte. Falls es ein Geheimnis gäbe, würde sie mir davon ohnehin nicht erzählen. Es scheint, als wären Mademoiselle Angeline und ich in diesem Fall einer Meinung. Ihre Maman scheint diese ernste Angelegenheit lediglich unter den Tisch kehren zu wollen. Können Sie mir verraten, wie Sie an die hohe Geldsumme gelangt sind, die Sie für die Zahlung des Lösegelds benötigt haben? Ich konnte Maman natürlich nicht um das Geld bitten. Schließlich war sie schon wütend auf mich, als ich die Bezahlung lediglich in Betracht gezogen hatte. Gideon hat mir seine Hilfe angeboten. Pardon? Ich dachte, er hatte die Bezahlung des Lösegelds als närrisch bezeichnet. Das hat er. Aber er konnte meinen Kummer einfach nicht mit ansehen und wollte mir helfen. Oh. Wie ehrenhaft von ihm. Wir werden schon bald heiraten, Detective. Ein verliebtes Ehepaar, das sich seinen Problemen gemeinsam entgegenstellt. Das sind seine Worte. Ich wollte damit nichts andeuten, Mademoiselle. Sie haben einen Ehegatten gefunden, der in guten wie in schlechten Zeiten an Ihrer Seite sein und alles tun wird, um Sie zu beschützen. Ich freue mich wirklich sehr für Sie. Wie ist Mademoiselle Elizabeths Zustand, seitdem ihr geliebter Luc von uns gegangen ist? Wie Sie sich sicher denken können, ist sie seither in keiner guten Verfassung. Es war ein fürchterlicher Unfall. Sie behielt es fast eine ganze Woche lang für sich, bevor sie mir davon erzählte. Verzeihung, aber wieso wussten Sie nichts von dem Unfall? Seine Abwesenheit vom Haus muss Ihnen doch sicherlich aufgefallen sein. Maman warf ihn hinaus, als er zum Haus zurückgekehrt war. Sie sagte, dass man ihm nicht vertrauen könnte. Aber Mademoiselle Elizabeth behielt ihre Anstellung? Ich flehte Maman an, sie beide bei uns zu behalten. Aber sie sagte nur, dass man jemandem, der so etwas hinter ihrem Rücken verbergen würde, unter keinen Umständen vertrauen konnte. Sich zu verlieben, lässt sich wohl kaum auch nur mit dem kleinsten Verbrechen im Ansatz vergleichen. Eine grausame und unnötige Entscheidung von Madame Vandenbosch. Sie hatte kein Recht dazu, ihn zu entlassen und so seiner Verlobten zu entreißen. Ich habe mit Mademoiselle Elizabeth geredet und ich fürchte, dass ich sie verärgert habe. Sie war während all dieses Aufruhrs stets eine gütige Schulter, an die ich mich anlehnen konnte. Doch ich mache mir große Sorgen um sie. Sie hat viel durchmachen müssen. Ich bin mir ihrer Vergangenheit nicht bewusst gewesen. Und jetzt fürchte ich, dass ich sie durch meine taktlosen Fragen über das Vergangene schwer getroffen habe. Grämen Sie sich deswegen nicht, Detective. Sie konnten es nicht ahnen. Ich denke nicht, dass Ihre Worte einen großen Unterschied daran gemacht haben, wie sie sich in letzter Zeit bereits fühlt. Das ist leichter gesagt als getan. Ich konnte bereits einen Unterschied in Mademoiselle Elizabeths Verhalten feststellen. Einst war sie so lebhaft und optimistisch. Sie sah stets das Positive in allem und in jedermann. Doch jetzt fürchte ich, dass der Verlust ihrer großen Liebe und die taktlose Erinnerung daran durch Moi ihre Einstellung getrübt haben könnten. Merci, Mademoiselle. Ich werde mich wieder bei Ihnen melden, falls ich noch eine Frage habe. Gut. Mit Gideon müssen wir auch noch mal reden. Okay. Dann mal hoch. Und guten Tag, Gideon. Bitte, Detective. Ja. Ich nehme an, dass Sie über die Konsequenzen meines letzten Besuchs unterrichtet wurden. Angeline hat es erwähnt. Sie haben einen ziemlichen Eindruck hinterlassen, Detective. Ich komme nicht umhin, mich für die Folgen jenes Tages verantwortlich zu fühlen. Florets Entlassung und Lux ebenfalls. Es war nicht Ihre Schuld. Madame Vandenbosch reagiert allergisch darauf, wenn man ihre Regeln oder Autorität untergräbt. Das Gleiche habe ich auch versucht, Angeline zu erklären. Doch das Schuldgefühl jenes Tages hat sie immer noch nicht verlassen. Mademoiselle hat mir die Bezahlung des Erpresserbriefs erläutert. Sie erachten es als töricht, dass ich das Lösegeld bezahlt habe? Ich bin froh, dass Mademoiselle mich um eine Hilfe gebeten hat, bevor diese Angelegenheit zu noch größerem finanziellen Schaden für sie führen konnte. Madame Vandenbosch machte keine Anstalten zu zahlen. Ob sie um ein Geheimnis weiß, das die Familie ruinieren könnte oder nicht, schien für sie keine Rolle zu spielen. Es war ein wirklich ehrenhafter Zug von Ihnen, die Bezahlung für Mademoiselle bereitzustellen. Es ging schließlich keinesfalls um eine kleine Summe. Angeline ist bald schon meine Ehefrau und danach sind wir eine Familie. Was mich anbelangt, so ist mein Geld auch das Ihre. Merci, Monsieur.
Ich überlasse Sie nun wohl besser Ihren Vorbereitungen für die abendlichen Feierlichkeiten. Okay, dann schauen wir doch mal hier rein. Was haben wir denn hier? Also, Gideon sieht sein Geld als das Geld der Familie an. Angeline fühlt sich schuldig für die Entlassung. Hat sie versucht zu kontaktieren. Ich muss eine andere Herangehensweise wählen, wenn ich die Wahrheit enthüllen will. Sie ist nicht sie selbst und sie ist verärgert. Sie könnte es gewesen sein. Kommt schon, meine kleine grauen Zelle. Okay. Wir müssen mit Logik an diese Sache erinnern. Dann vielleicht... Ich kann einfach keinen logischen Zusammenhang finden. Sie sorgt sich ums Personal und sie fühlt sich schuldig. Großartig. Okay. Angeline versucht, Gutes zu tun, obwohl die Entlassungen nicht nur ihre Schuld waren. Und sie ist schon länger nicht sie selbst und er ist verstorben. Ja, da hätte ich jetzt keine Verbindung dazwischen gemacht, weil es ja eindeutig ist. Aber okay, es ist halt mal wieder das Offensichtliche. Ne? Was für eine Enthüllung. Was für eine Enthüllung. Es ist wirklich schrecklich, dass Luke von uns gegangen ist. Ich kann gut verstehen, warum Elizabeth deswegen neben sich steht. Okay, sie trauert um Luke und... Bist du verärgert darüber, dass Florette entlassen wurde? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Einige mögen es Glück nennen. Okay. Doch ich nenne es einen Geistesblitz. Einen geliebten Menschen zu verlieren und dann keinen engen Freund zu haben, mit dem man über den Verlust sprechen kann, würde sicherlich auf jedermanns Seele lasten. Okay. Sie hat also ein Motiv, um die Familie ruinieren zu wollen. Gut, was haben wir hier sonst noch? Sie versucht, sich reinzuwaschen. Und sie hat versucht, Florette zu kontaktieren. Möglicherweise wollte sie sie wieder einstellen. Die Vorgänge werden langsam etwas klarer. Mademoiselle Angeline behauptet, dass sie nicht gewollt hat, dass Florette ihre Anstellung verliert. Ich glaube ihr. Dies waren ohne Frage nicht die glücklichsten Nachrichten, die ich mir erhofft hatte. Mademoiselle Elizabeth hat ihren geliebten Luc verloren und die junge Florette ist trotz Mademoiselle Angelines großer Bemühungen wie vom Erdboden verschluckt. Zumindest scheint die Familie ihre finanziellen Schwierigkeiten hinter sich gebracht zu haben. Okay, Ziel abgeschlossen. Ach, mit dem Zachariah müssen wir auch noch sprechen. Dann gehen wir halt wieder runter. Und tun genau das. Detective, es sieht ganz danach aus, als ob... Monsieur Sterling sagte, dass mein Zimmer sich im ersten Stock befindet. Ach, hat er das? Ich kann ihn mit seinem Stock im Hintern kaum verstehen. Okay. Ich hatte keine Probleme dabei, Monsieur Sterling zu verstehen, doch Monsieur Demir ist nur einen Vin Rouge davon entfernt, selbst völlig unverständlich zu werden. In meinen Augen ist sein Akzent recht angenehm und beruhigend. Okay, wenn Sie das sagen. Es hilft definitiv aber nicht dabei, Ihr Zimmer zu finden. Sie sind bestimmt der Glückliche, der mit dieser fürchterlichen Pflanze vor seiner Tür leben muss. Okay. Ich werde Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. A bientôt. Das heißt, wir haben jetzt schon mehrere Hinweise und jetzt reden wir mal nochmal mit Elizabeth. Vielleicht kann die uns noch den letzten Hinweis geben. Oh, Hausurkunden. Die Urkunden des Hauses sind zu Recht eingerahmt. Doch warum befinden sie sich hier und nicht an ihrem Platz an der Wand? Weil jemand nicht will, dass sie geklaut werden? Kann ich mich jetzt hier umschauen? Gibt es jetzt hier was Neues? Nö. Okay, dann rede ich halt nochmal mit ihr. Natürlich, Detective. Um was geht es? Ich habe einen wahrlich extravaganten Stift in der Halle bemerkt. Ich würde das niemals vor dem Major erwähnen, aber er ist wirklich grässlich. Er war ein Geschenk von ihm an die Madame und stammt aus seiner Zeit in Übersee. Ich glaube nicht, dass er überhaupt schreiben kann. Ein Stift, der nicht schreibt, ist wie ein Fisch, der nicht schwimmt. Angeline beschreibt ihn stets als nutzloses Schmuckstück. Ich schätze, der Gedanke zählt.
Merci, Mademoiselle. Okay. Es war mir ein Vergnügen, Detective. Er war ein Geschenk des Majors. Also er ist rein dekorativ. Elizabeth behauptet, dass der Federkiel lediglich als Dekoration dient und als Schreibgerät keinerlei Verwendung findet. Okay, warum befinden sich die Hausurkunden nicht an der Wand? Ordnung und Methode. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es was bringt, aber probieren wollte ich es trotzdem. Gibt es da etwas, das sich meinem Blick entzogen hat? Hat gezahlt und sie weiß nichts davon? Ich kann einfach keinen logischen Zusammenhang finden. Was? Sie weiß nichts von der Zahlung? Verknüpft mit das Personal macht sich Sorgen um Angeline. Hä? Großartig. Was hat es damit zu tun? Sie machen sich sicherlich nicht nur Sorgen um Angeline, sondern auch um ihre feste Anstellung im Haus. Wie viel wissen sie wohl alle wirklich über diese Angelegenheit? Und das finde ich jetzt ein bisschen weit hergeholt, die Verknüpfung, aber okay. Manchmal muss man hier wirklich, es geht ihr schlecht mit, ihr Mann ist tot, verknüpfen. Und dann ist es wiederum, das Personal macht sich Sorgen um Angeline, verknüpft mit, die Madame weiß nichts von der Zahlung. Hä? Okay. Gut, und hier muss ich noch die östlichen Zimmer untersuchen. Na dann, gehen wir doch mal wieder hoch und schauen uns dann beim nächsten Mal die Zimmer an, würde ich behaupten. Aber eben mit Blick auf die Uhr, nicht mehr heute. Danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, schaltet gerne wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao.